Moin Leute, hier sind wir mal wieder. Diesmal auf dieser schwimmenden Insel. Ja, da sind wir letztes Mal hergekommen durch dieses Portal. Und das Portal hat sich noch nicht geschlossen, also ihr könnt da hin und her reisen, wie ihr wollt. Essen und Trinken braucht ihr nicht mitnehmen wieder. Diese Bäume hier, die wir hier finden, die hier, die könnt ihr auch so essen. Macht Nahrung und Wasserfluch. Ihr habt da so eine kleine Art Wege hier. Die könnt ihr, verfolgt die einfach mal. Dann kommt ihr hier schon zu Beeten. Die könnt ihr scannen, damit ihr die auch zu Hause bauen könnt. Und ihr seht schon, ja, da oben ist eine Plattform und da oben ist eine Plattform. Dort müssen wir auch hin, um diese Trophäe freizuschalten. Oh, zu bekommen, sagen wir mal so. Da geht er über diesen Steg hier. Ihr kommt, wie gesagt, alle Wege führen nach oben. Ihr kommt da oben auch lang. Scannt am besten hier am besten eigentlich alles, was er hier findet. Die könnt ihr scannen, die eigentlich fast alles hier. Außer irgendwie die Bäume. Die Bäume nicht. Die sind wohl nicht so selten. So, und ihr habt hier öfters mal eine kleine, dann müsst ihr springen. Und ihr seht, wenn wir jetzt hier in der Mitte sind, gleich, bald, hier runter gehen, ne? Hier machen wir hier rüber. Da ist eins. Ihr habt drei Stück hiervon. Hier unten, da oben und da oben. Dort führen überall Wege hin. Ihr seht schon hier nach da. Und hier müsst ihr wirklich. Wenn ich hier runterkomme. Überall rein. Am besten. Ihr habt hier die lebenden Wände. Findet ihr die ganzen PDA-Daten. Ihr findet auch der Schutt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles immer gleich ist. Und hier könnt ihr natürlich auch gleich nochmal essen. Hier könnt ihr auch rein. Da müsst ihr bloß da hoch und da hoch und somit kriegt ihr die Trophäe von denen, dass ihr die auf der schwimmenden Insel, was ihr gefunden habt. Bis zum nächsten Mal.